Na, Leute zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten im Archäologiebereich. Und zwar haben wir restauriertes Artefakt und davon wollen wir insgesamt 100 öffnen, um, ja, Zinnrock rauszukriegen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück. Das machen wir einmal hier bei dem Kollegen und tauschen das nämlich ein gegen die trollischen Artefakte. Das sind nämlich die, wo wir dann Zinnrock zusammenbasteln können. Und ja, falls ihr jetzt gar nicht wisst, wie das mit Archäologie funktioniert, beziehungsweise was das hier für Kisten sind, im ersten Teil von der Videoreihe habe ich das alles ein bisschen genauer erklärt. Da am besten mal reingucken, falls ihr da noch ein paar Fragezeichen habt. Genau. Jetzt dauert das hier einen Ticken, bis es die alle einmal umgetauscht hat, ne? Man kann eigentlich im Blizzard-Interface die nur einzeln kaufen. Ich habe jetzt hier über All of Things, nee, nicht All of Things, über TSM, also Trade Skill Master, hast hier die Option, quasi die Sachen in größeren Mengen zu kaufen, aber das Spiel lässt es nicht zu, dass man quasi 100 Stück auf einmal umwandelt. Warum auch immer, jetzt müssen wir einen Ticken warten, bis die alle einmal durch sind. So, die machen wir jetzt dann gleich auf. Und hoffentlich kann ich dann hier bei den trollischen Relikten einmal das Schwert rausziehen. Zinnrock ist ein relativ großes Schwert, also vom Model her schon eine ordentliche Wumme. Und auch das letzte Teil, was ich tatsächlich von Archäologie brauche. Jetzt so die letzten Male, wo wir hier die Kisten geöffnet haben, habe ich auch rausgefunden, ne, dass man hier overcappen kann. Deswegen muss ich dann einen Ticken aufpassen. Jetzt hätten wir es beinahe schon wieder. Bei 200 Relikten ist eigentlich immer Sense. Dann overcapt man. Und ja. Zusätzlich kann man natürlich diese Trolltafeln nur reinpacken. Ne? Die sind immer 12 extra Fragmente wert. Das mache ich auch fleißig. Hab neben dem, dass ich einen Haufen Kisten schon mal vorgefarmt habe, auch im Auktionshaus schon das ein oder andere Gold springen lassen. Denn diese, wie heißt diese Trolltafel? Die gibt es raus, wenn man halt ganz normal Archäologie macht, ne? Und dementsprechend die Gebiete abbaut und auch, wenn man die Kisten aufmacht. Aber die sind halt relativ selten. Ne? Und wenn man in jedem Solf quasi so eine Tafel nutzen will, dann muss man die eigentlich zusätzlich zukaufen. Und dann dachte ich mir, gut, wenn die mal günstig sind, kaufe ich mal einige. Und dann waren die so bei einem Preis von 300 und ein bisschen was pro Stück. Und dann habe ich mir mal für ein bisschen über 100k habe ich mal 300 von den Teilen gekauft. Und die sollten jetzt erstmal ein bisschen reichen, würde ich sagen. Oh, Mist, jetzt habe ich es verkackt, ne? Jetzt haben wir hier overcapped. Ich sag's noch und habe wieder nicht aufgepasst. Eieiei, jetzt haben wir wieder ein paar hergeschenkt. Belastend. Was auch belastend ist, dass Zinnrock hier nicht rauskommen will. Nervig ist auch, dass man immer die Dinger wieder reinklicken muss, ne? Dass es das irgendwie auch nicht so ganz checkt. So, wie viel haben wir denn schon aufgemacht? Schon die Hälfte von den Dingern, die wir jetzt öffnen wollen. Eieieiei. Dachte, vielleicht habe ich bei der Geschichte auch ein bisschen Glück, ne? Aber so wie es aussieht, eher nicht. Ich habe nämlich beim ersten Opening relativ zügig die beiden Rare Items rausgezogen, die es gibt. Einen Pet und ein Toy. Und mir wurde dann auch halt hier erzählt, dass wenn man die relativ schnell kriegt, das dritte Rare, das dauert halt immer, ne? Und man kann halt auch theoretisch Zinnrock als erstes oder zweites bekommen, wenn man Glück hat. Ja, das Glück habe ich leider nicht, so wie das aussieht. Aber ich habe ja schon einige Kisten vorgefarmt, ne? Ich hatte mir ursprünglich das Ziel gesetzt, dass ich quasi 1000 Kisten farm und dann die ganzen Dinger mal aufmache. Hab das immer mal so nebenbei gemacht, wenn ich auf Sachen gewartet habe, ne? Hab ja mehrere Accounts und da war das eigentlich ganz angenehm. Ist schon ein bisschen so therapierend, ne? Das Ganze, wenn du da einfach nur ein bisschen rumfliegst, ein paar Sachen quasi ausbuddelst. Aber muss schon sehen, für 100 Kisten, 3 Stunden farm ich da etwa, ne? Also könnt ihr euch hochrechnen, 1000 Kisten, das wären wahrscheinlich schon 30 Stunden gewesen sein. Das habe ich natürlich jetzt über einen längeren Zeitraum immer mal wieder nebenbei gemacht. Aber trotzdem, das ist natürlich schon auch eine Zeit, die du da farmst. Für aktuell noch nicht sonderlich viel, wie es aussieht, hä? Da packt man... Ah, warte mal, 2 Kisten haben wir noch. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht kann ich danach noch einen Solf durchhauen. Ja, dürfte gehen.
Und wir hatten mal wieder einfach gar nichts dabei. Perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mit hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Und wenn ihr wollt, schaut da gerne wieder rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.